Ja Leute, was geht? Heute werfe ich mit euch einen Blick auf alle Neuheiten, die es so gibt dieses Jahr. Unter anderem wird das sein, wir werden natürlich auf alle Teams, alle Fahrer gucken, auf ihre Stats und natürlich auf den kompletten Kalender und sowie auch die Neuheiten wie die Safety Cars, die technischen Neuheiten, die Reglement-Neuheiten, die Reifen und so weiter. Seid auf jeden Fall gern da, abonniert den Channel gern, lasst gerne einen Daumen da und schaut auf TikTok und Instagram vorbei. So Leute, und fangen wir mal an mit dem ersten Punkt, und zwar die Teams und Fahrer. Wir gehen mit Mercedes, Gründung 1954, hier habt ihr auch ein paar Stats stehen, Toto Wolff natürlich und natürlich James Allison, 7 Konstrukteurstitel in den letzten Jahren zusammengefahren und unzählige Rennen und Wins. Die Fahrerpaarung ist Hamilton und auch Bottas, 36, Hamilton fangen wir mal an, 36 hat 7 WM-Titel, 95 Grand Prix Wins, glaubt man gar nicht. Und sein Debüt hatte er schon 2007 beim großen Preis von Australien. Ich kann mich noch gut erinnern, das war auch seine erste Season dort. Also, seine erste Season hat er zwar 2007, aber da konnte er natürlich auch schon fast Weltmeister werden. Also, wer sich alle noch daran erinnern kann. Dann kommen wir zu seinem Teamkollegen Valtteri Bottas, 31, hatte schon 156 Starts. Wer es glaubt, und er ist auch schon seit 2013 in der Formel 1. Und 9 Wins und 56 Podiumsplätze kann er, ich will nicht sagen dank Mercedes, aber schon beide können ihren Großteil der Wins und so weiter Mercedes verdanken. Dann kommen wir zu Red Bull Racing. Seit Australien 2015 sind sie Hauptbestandteil und einer der Hauptbestandteile der Formel 1. Von 10 bis 13 haben sie die Formel 1 sowas wie von geprägt. Milton Keynes, natürlich zu Hause, wer kennt's? Ich kenne es ehrlich gesagt nur größtenteils von der Formel 1 Spielen selbst, weil da geht wieder ein Pokal nach Milton Keynes und so weiter. Christian Horner, seit langjährig, 4 Konstrukteurs mit einem Titel, allesamt mit Vettel und teilweise, ja, zum größten Teils auch mit Webber geholt. 303 Rennen haben sie es, 64 Wins geschafft und 63 Podes. Man könnte jetzt sagen, so griesgrämig wie man es ist, sie haben eigentlich fast jedes Rennen von der Polars gewonnen, aber so ist es natürlich nicht. Die Fahrerpaarung dieses Jahr exklusiv, Max Verstappen, 23, aus Niederlanden, seit 2015 auch fixer Bestandteil, ich weiß noch, da hat er glaube ich mit 16 unterschrieben oder so, also Blödsinn, er kann 15, das heißt er hat mit 18, nein, nicht ganz 18, also er hat dann schon mit 17 hat er unterschrieben, 119 Starts hat er schon durchgehend seit 2015 natürlich in der Formel 1 und ja, 42 Podiumsplätze, die hat er auch glaube ich größtenteils, 20 allein letztes Jahr und 10 Grand Prix Siege, ja. Und natürlich Höhepunkt letztes Jahr, sein zweiter Platz in der WM. Nein, ich glaube, er ist Dritter geworden. Ja, er ist Dritter geworden. Sergio Perez haben wir dann als seinen neuen Teamkollegen seit 2011 fester Bestandteil der Formel 1. Er hat vieles durchgemacht. Von Williams über McLaren, dann natürlich viel Racing Point und auch Force India damals noch. 10 Podiumsplätze und einen Win, den er letztes Jahr geholt hat. Ich habe es ihm so von Herzen gegönnt, den hat er sich so verdient. Und dann kommen wir zu Scuderia Ferrari, eigentlich die älteste Mannschaft im Kalender. Seit 1950 Monaco sind sie dabei, Maranello, weltbekannt, Teamchef und Team Director ist Mattia Binotto, beides, 16 Konstrukteurstitel, 1008 Grand Prix, sie sind auch das einzige Team, das über 1000 Grand Prix gefahren ist, deswegen, sie sind ja fast seit Beginn der Formel 1 dabei und 9200,119 Punkte haben sich da angesammelt, sie waren ja noch in der Ära mit den halben Punkten und so weiter dabei, das ist halt eine Verarsche, aber trotzdem, Rennsiege auch 238 mit 228 Poles, mega gutes Team und natürlich die Tradition schlechthin, trifft auf, ja, moderne, Charles Leclerc, 23 Jahre, Monegasse und ja, 1,80, ich hätte es nicht geglaubt, der ist so riesig, seit 2016 Großbritannien mit Alfa Romeo, ist er in die Formel 1 gekommen und ja, 59 Starts, 7 Poles und 2 Siege kann er schon auf sein Konto geben. Dann haben wir seinen neuen Teamkollegen Charles Leclerc, mega guter Fahrer und sehr, sehr untergerankt. Ich dachte mir, die sind weit länger als Sainz in der Formel 1. Aber nein, Sainz ist auch erst seit 2015 in der Formel 1. 119 Starts und ja, 26 ist er auch schon. 7 Grand Prix, 7 Podiumsplätze und 2 Podiumsplätze und ja, das war, wir kennen es noch, zweimal dritter Platz, einmal Brasilien. Da hätte es ja nicht geschafft und ja,
natürlich null WM-Titel, beide. Also kann man da jetzt nicht gut reden. Dann sind wir bei McLaren. McLaren Racing und da ja natürlich auch sehr traditionell, seit 1966 sind die dabei und ja, Andreas Seidel, der Deutsche, ist auch seit ein paar Jahren schon ihr sehr guter Teamchef, also kann man nicht beklagen, die haben echt viele Titel auch in der Vergangenheit, 8 Konstrukteurstitel, 880 gefahrene Rennen und das, obwohl sie erst 16 Jahre nach, ja okay, 16 Jahre, 200 Rennen, das passt eh, und natürlich auch 155 Pole Position, 182 Wins. Dann haben wir hier Lando Norris als ja, ersten Fahrer, hätte ich mir mal gedacht. 21, Großbritannien. Ein Podium hat er geschafft letztes Jahr in Österreich beim Auftaktrennen, dass er so chaotisch war. Und er ist auch erst seit Belgien 2018 dabei. Also echt ein junger, aufgequälter Fahrer. Mega cool, bin ein richtig cool, guter Fan davon. Daniel Ricciardo, sein Teamkollege seit diesem Jahr, haben wir... Ja, er ist schon 89 geboren, das heißt, er ist schon 31 und ja, Australien und auch Australien 2012 war sein Debüt. Also der hat ja auch alles durch, er hat ja die, okay, alles nicht, also er hatte die Toro Rosso und Red Bull Academy ja damals gewählt und deswegen hat es ihn danach zu Renault letztes Jahr verschlagen, vor zwei Jahren, dann dieses Jahr jetzt zu McLaren und ich gönne ihn auch endlich mal ein Auto, was zuverlässig ist. 3 Poles, 31 Podiumsplätze und 7 Wins, aber wir wissen ja, mit Red Bull ist einiges gegangen. Dann geht's zu Aston Martin. Belgien 2018 war ihr erster Grand Prix. In Silverstone ist ihr Hauptsitz, Ottmar Safzner ist ihr Teamchef. Und ja, 47 gefahrene Rennen, ein Sieg und eine Pole Position. Ich frage mich ja, wer den einen, aber ich glaube, das muss noch Red Bull gewesen sein. Also das muss dann irgendwie Verstappen oder so gewesen sein. Und ja, Sebastian Vettel ist jetzt ihr neuer Fahrer, 33 aus Deutschland. Und wir wissen natürlich, er hat 258 Grand Prix am Buckel. Okay, das hört sich jetzt ein bisschen schlimm an. 53 Wins und 4 WM-Titel. Und das, obwohl er erst in der Türkei 2006 sein erstes ja, Debüt hatte. Ich gönne ihn auf jeden Fall von Herzen. Dann sein Teamkollege und natürlich auch, ja, der Sohn vom Besitzer, Lance Stroll, 1998 geboren, jetzt ist er also 22, der Kanadier ist das erste Mal in Australien 2017 im Start gegangen. Ich dachte mir immer 18, wegen der Nummer, aber dann muss er da 18 gewesen sein. Die Pole Position hat er eine bis jetzt, Türkei, letztes Jahr und 3 Podiumsplätze. Man glaubt es gar nicht. Ich glaube, eins war Aserbaidschan. Dann eins Italien letztes Jahr, aber das dritte, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr genau, wo das war. Dann kommen wir zum neuen Team, zu Alpine, das ja aus Renault geformt wurde. Das erste Mal ist Alpine in Großbritannien 1977 an den Start gegangen. In Eston, Großbritannien, sind sie zu Hause. Dann haben wir Davide Brivio, das ist ihr neuer Teamchef. Sie haben ja, Cyril Abidebul haben sie ja gefeuert und Pat Frey ist der Technikingenieur. 2 Konstrukteurs mehr im Titel, die haben sie durch Alonso geholt, weil der 2005 und 2006 ja im Renault-Titel, aber Alpine Renault ist eigentlich noch immer noch das gleiche. 362 Rennen sind sie gefahren, 35 Wins, 51 Pole Positions und dann kommen wir schon zu einer Fahrerpaarung. Fernando Alonso ist 39, der zweitälteste Fahrer im Kalender, also nicht im Kalender, im Fahrerkreis. Spanien, natürlich kommt aus Spanien. 2001 hatte er in Australien sein Debüt, ebenso wie, wer glaubt's, Kimi Räikkönen. Der kommt dann auch noch. 313 Rennen ist er gefahren, 97 Podiumsplätze, 32 Siege und 2 WM-Titel. Einer von 4 Weltmeistern. Also wir haben Kimi, dann haben wir Alonso, wem noch? Wer ist noch Weltmeister? Vettel und Hamilton. Also 4 Weltmeister wieder. Und Esteban Ocon, der 24-Jährige, kommt natürlich aus Frankreich und ist ein Riese, ist mir aufgefallen. 1,85, also Halleluja, so groß hätte ich den nie eingeschätzt. Das erste Mal ist er in Abu Dhabi 2014 gefahren und ja, Grand Prix ist er 67 gefahren. Ja, er fährt teilweise so eine On-Off-Beziehung mit der Formel 1, muss man sagen. Er hat auch teilweise Löcher drin gehabt, ein Podiumsplatz letztes Jahr in Mugello, glaube ich. Aber da hat mich leid getan. Keiner hat sich so richtig gefreut, obwohl er alles aus dieser Kraxe rausgeholt hat. Tauri, und ja, das ist auch ein neues gegründetes Team seit letztem Jahr, aber eigentlich ja nur von Toro Rosso übernommen. Deswegen, das Debüt gab es schon in Bahrain 2006. Und ja, die haben in Faenza Italia ihren Hauptsitz. Franz Tost, auch nur eines von zwei, also nur die hier,
Die meisten Teams haben ihren Hauptsitz in Großbritannien, sie haben sie in Italien und auch Ferrari hat sie in Italien und Alfa Romeo ja in der Schweiz, weil sie sauber sind. So, Franz Tost, ihr Teamchef natürlich, ein cooler Kerl, wirklich ein wirklich kompetenter und ich will nicht sagen, ein Fahrermacher, also ja schon, also wenn man unter seiner Schmiede ist, hat man auf jeden Fall was drauf und der geht auch auf die Person ein, mega gut. 285 Grand Prix, einen Win und zwei Wins und eine Pole Position und das mit 607 Punkten. Ja, die zwei Wins waren mal Sebastian Vettel in Monza und Pierre Gasly in Monza. Also Monza kann AlphaTauri anscheinend gut. Ist auch cool so, wenn man so ein italienisches Team ist und dann in Italien noch gewinnt, ist das mega cool. Pierre Gasly, 96 geboren, also ist er 25, er ist ein Franzose, hat auch einen Win am Buckel. Und zwei Podiumsplätze. Gönne ich ihn von Herzen. Malaysia 2017 war sein erster Grand Prix. Und ja, dann haben wir einen neuen Fahrer. Es ist Yuki Tsunoda. Ich mag den extrem. Er ist auch ein extrem cooler Typ. Also was ich so von der Formel 2 kenne. Er ist erst 20, kommt aus Japan. Und ja, sein Debüt wird es in Bahrain 2021 geben. Morgen, heute im Training. Vielleicht hat er schon, keine Ahnung, ich glaube 12 kommt das Video online. Also wird er schon sein Debüt gehabt haben. 1,60 ist er groß und natürlich als anderes alles auf Null. Kommen wir nun zu Alfa Romeo. Eigentlich ein sehr geschichtliches Team. 1950 in Großbritannien hatten sie ihr erstes Rennen. Und ich muss sagen, sie sind wirklich ein sehr, sehr geschichtliches Team. In Hinwil in der Schweiz haben sie ihren Hauptsitz, wie gesagt. Sie sind davon sauber übernommen. Frédéric Vasseur ist ihr Teamchef. Null Konstrukteurs-WM-Titel. Ich dachte mir, wenn die schon seit 1950 immer wieder mit Löchern fahren, dann sollten die eigentlich locker 5, 6, aber die haben keinen einzigen Konstrukteurstitel. 316 Rennen sind sie gefahren. 10 Rennsiege auch rausgeholt. 12 Poles. Ist alles eigentlich ziemlich okay. Und natürlich mit Kimi Räikkönen einen sehr charismatischen und sehr, ich will nicht sagen, ja, aber ein Fahrer, der sich nicht alles gefallen lässt. Er fährt auch schon extrem lang. Seit 2001 in der Formel 1 kommt aus Finnland. Ist 41. Er ist der älteste Fahrer mit Abstand. Oh, okay, mit Abstand, ja, zwei Jahre halt zu Alonso. 331 Rennen hat er schon gefahren. Und es werden noch mehr werden dieses Jahr. Das heißt, er wird, ich glaube 360 war Baricello, aber den Rekord, da muss er noch ein Jahr fahren. Ich weiß nicht, ob er sich das noch antut. Pro Positions 18, 103 Podiumsplätze und einen WM-Titel prägen seine komplette Karriere. Dann kommen wir zu seinem Teamkollegen, ein ziemlich cooler Junge, aber halt leider, ja, ich weiß nicht, irgendwie im unterlegensten Auto kann man halt nicht zeigen, was man kann. Antonio Giovinazzi, 1,83, auch in Riese, kommt das Italien, Australien 2017, war sein erster Grand Prix und ja, 40 Grand Prix Starts und leider da noch nicht das Meister geholt, also das tut mir echt leid für ihn und jetzt kommen wir zu einem Team, die sich mal gedacht haben, wir hauen alles und jeden raus und ändern so gut wie alles, was wir können, bis auf den Teamchef, den Günther Steiner. Australien 2016 war ihr Debüt-Season, wir reden natürlich von Hasefans Team, Günther Steiner ist ihr Teamchef, dann haben sie 100 gefahrene Rennen und 200 Punkte, das heißt, im Durchschnitt hat jeder Fahrer pro Rennen einen Punkt geholt, das ist schon ziemlich gut, wenn man nimmt, dass es Haas ist, die wirklich so gut wie nie fahren und Simone Resta ist der Team Director. So, lala. Kommen wir zu der Fahrerpaarung und auf das hat, glaube ich, die ganze Formel 1 seit dem Ende von Michael Schumacher gewartet, auf Mick Schumacher und es war auch irgendwie klar, dass denen der Platz hier geebnet wird, gebettet wird, also es ist Mick Schumacher, der 22-Jährige, kommt natürlich aus Deutschland, ist der Sohn von Michael Schumacher, ist 1,76 und sein Debüt wird in Bahrain 2021 sein, also bin sehr gespannt, aber mit Haas kann man halt nicht viel, sein Teamkollege ebenfalls, ein Neuer in der Formel 1, auch genauso alt, 22, kommt aus Russland, Nikita Mazepin und ist 1,75, die sind fast gleich groß, fast gleich alt und starten auch im gleichen Team, also ziemlich funny, die haben sich wirklich einen kompletten Jungspund-Kader hier zusammengestellt, ich gönn's ihnen und ich hoffe, Haas hat endlich mal wieder ein bisschen mehr Glück, weil mit Grosjean teilweise, wie soll ich sagen, ja, da gab's auch immer wieder Konflikte mit Magnussen, weil Magnussen schon ein sehr, sehr gewiefter Assi ist, muss man nicht sagen. Und jetzt kommen wir zum letzten Team. Ich glaube, zum zweit- oder drittbesten Team überhaupt, aber das merkt man halt die letzten 10 Jahre leider gar nicht. Die Rede ist natürlich von Williams F1 Team. Die wurden ja
letztes Jahr verkauft. Und ja, ihr erster Grand Prix war in Argentinien 1975 in Grove, Großbritannien. Und ich muss echt sagen, das sind eine der geschichtsträchtigsten Teams überhaupt. Und Simon Roberts ist der neue Teamchef, wurde auch oft gewechselt, auch dann die Spitze übergeben. Die Familie Williams hat abgedankt, Claire und auch Sir Frank haben das Ganze abgegeben. 9 Konstrukteur-WM-Titel in 736 Rennen und das mit 114 Siegen, 128 Pole Positions und 3561 Punkten. Zeigt einfach, was für eine Macht Williams in den vergangenen Jahren war. Ich denke gerne an dieses von Damon Hill zurück, an dieses blau-gelb-weiße Auto. Einfach nur wow. Aber leider hier mit der neuen Ära, da muss man viel einkaufen, ist halt nur noch Windkanal und so weiter. Das ist halt nicht mehr die Formel 1, so wie man sie kennt, sondern sehr, sehr auf der Moderne und so weiter ausgelegt. Das tut mir echt leid für die, weil die hatten da echt eine extrem gute und sehr, sehr erfolgreiche Vergangenheit. Aber jetzt kommen wir mal zu der Fahrerpaarung. George Russell, der 23-jährige Brite, ist es seit 2019 in der Formel 1. Ich dachte mir, der fährt selbst schon 3-4 Jahre. 1,86, einer der Riesen. Ich glaube, er ist aktuell mit einem der größten Fahrer. Und ja, 38 Grand Prix erst, aber natürlich sein Highlight letztes Jahr, als er Hamilton da Hamilton als Reservefahrer ersetzen durfte und da wirklich einen guten Job geleistet hat. Hätte sogar einen Win geholt, aber wir wissen alle, wie es ausgegangen ist. Nicolas Latifi, sein Teamkollege, ist 25, also er ist sogar 2 Jahre älter, kommt aus Kanada, ist 1,82 und sein Debüt hat er beim Österreich Grand Prix 2020, sprich beim ersten Rennen letztes Jahr. Man glaubt es ja, er ist erst 17 Rennen also gefahren, trotzdem glaubt man, der ist schon ewig da. Kommen wir nun zum Strecken, beziehungsweise zum Kalender, Punkt Nummer 2 in meiner heutigen Liste, und zwar fangen wir mal an, ganz oben, heute, dieses Wochenende beginnt, ja, Bahrain. Der große Preis von Bahrain in Sakhir. Dann gehen wir nach Emiliano Romagna, sprich nach Imola. Dann gehen wir nach Portugal, nach Portimao. Ich liebe diese Strecke übertriebenst. Überhaupt, ich freue mich schon so auf Formel 1 2021, weil das wird echt spaßig werden. Dann nach Barcelona, dann Monte Carlo, Monaco natürlich wieder ein Highlight um meinen Geburtstag rum. Montreal, Kanada, dann Le Castellet in Frankreich. Dann der große Preis von Österreich in Spielberg im Juli dann. Dann geht es nach Großbritannien, Silverstone, der große Preis von Ungarn in Budapest. Dann, ja, geht es nach dreiwöchiger Pause nach Belgien, Spa. Wir haben auch wieder eine Sommerpause drin. Also zwischen Ungarn und Belgien ist meistens eh so. Dann haben sie da ein Rennen reingeschoben. Da war normalerweise kein Rennen drin. Der große Preis der Niederlande in Zandvoort. Endlich geht's los dort. Vietnam wurde rausgestrichen leider. Trotzdem, gut. Kann man verkraften, Vietnam war eh eine Scheißstrecke. Sorry, no front, ich mag Vietnam absolut gar nicht und deswegen kann man es verkraften. So, großer Preis von Russland Monza in Italien, dann haben wir Sochi, Russland, Singapur am 3.11., dann haben wir Japan in Suzuka, USA, großer Preis der USA in Austin, Texas, dann natürlich Mexiko in Mexico City, dann der große Preis von Brasilien in Sao Paulo und ja, Australien, wer mag es wirklich? Ganz, ganz unten am 21.11. in Australien. Das heißt, es werden ganz andere Temperaturen sein. Die werden im Sommer in Australien fahren. Ich will gar nicht wissen, wie das mit der Temperaturumstellung ist, weil in Australien wird normalerweise ja im März gefahren. Die haben da dann Herbst und dann wird jetzt im Sommer gefahren. Ich bin mega gespannt, wie das Ganze da aussehen wird. Also, und dann natürlich die Premiere in der große Preis von Saudi-Arabien in Jeddah, so heißt das. Und natürlich das Saisonfinale in Abu Dhabi. So, kommen wir nun zu allen Neuheiten. Und die größte Neuheit ist, dass der Safety Car gewechselt wurde. Eine der größten Neuheiten ist, seit 1996 fährt eigentlich das Safety Car in Form von Mercedes, von dem Mercedes AMG. Aber ja, Aston Martin hat sich in die Formel 1 ja schön eingekauft, muss man sagen. Und der Aston Martin Vantage wird das neue Hauptauto werden und das Medical Car wird ein Aston Martin DBX sein. Ich bin sehr gespannt, die dürfen sich sogar noch aussuchen, an welchen 12D und an welchen 12 Strecken die fahren dürfen. Und das wird das ziemlich Kuriose sein. Aston Martin kann selbst bestimmen, genau, welches Team die fahren. Und auch noch eine Neuheit ist, der Safety Car fährt nicht mehr in Silber, sondern in Rot jetzt. Und das ist noch cooler. Bernd Mehrländer und Alan van der
mehr werden, werden die beiden Safety Cars fahren. Und kommen wir zu den technischen, kommen wir nun zum technischen Reglement. Das Mindestgewicht des Fahrzeugs wurde um 3 Kilo auf 749 angehoben. Und ja, die Antriebseinheit darf jetzt nur noch 150 Kilo wiegen, ist auch nichts Neues hier, also ist jetzt nichts Interessantes. Das in der Vorsaison benutzte DAS-System von Mercedes ist gecancelt, das darf keiner mehr nehmen. Das ist seit Beginn der Season 2021 ein Regelverstoß, wenn man das hat. So. Die maximal erlaubte Breite des Unterbodens wurde verringert. Außerdem darf sich der Unterboden statt um 10 nur noch um 8 mm rausbewegen. Das sind alles so Kleinigkeiten, wo ich mir denke, warum macht das überhaupt Sinn, wenn ich darüber rede? Solla hinaus wird die maximal erlaubte Höhe der vertikalen Strebe vom Diffusor auf 50 mm reduziert. Also einen halben Zentimeter auf 5 cm, okay. Erstmals dürfen die Fahrzeuge Naturfasern wie Bambus, das ist cool, Baumwolle, Hanf und Leinen benutzen, statt der Kohlefaser, weil Kohlefaser ja viel Energie braucht, um hergestellt zu werden, darf man seit neuestem Bambus und so weiter benutzen. Ich finde das mega cool und da denkt die Formel 1 auch wieder innovativ und effizient. Und ja, dieses Copygate, was ja, wie heißen die Pink Mercedes, also Alpha Tauri, darf auch nicht mehr genehmigt werden. Außerdem wurde festgelegt, dass Teile, die von anderen Teams die von Konkurrenz zugekauft wird, nur noch von ihm, die Teile, die von anderen theoretisch kopiert, also die anderen Teams von anderen Teams gekauft haben, dürfen jetzt nur noch unter dem Vorwand verkauft werden, dass der Plan komplett vorgelegt wird und jeder Einsicht auf diesen Plan hat. Also eigentlich Copy-Zeugs ist unmöglich jetzt. Und ja, so Sachen wie 3D-Scan von anderen Autos ist auch nicht mehr erlaubt. Aber das, ja, frage ich mich ehrlich gesagt, warum das überhaupt erlaubt war. Aber trotzdem, also die Teams kommen immer auf mehr Sachen und man muss immer mehr ins Reglement. Man findet immer eine Grauzone, wo man irgendwas rausholen kann. Und deswegen, ja, Regenrennen, da war schon mal, wo du eine halbe Stunde oder die Rotphase in Sakhir, da war die 4 Stunden fast drüber. Also, oder auch, welches Rennen war noch so ewig lang? Singapur immer ewig. Die knacksen immer an 2 Stunden. Und ja, und die beiden freien Trainings am Freitag wurden verkürzt von 90 auf 60 Minuten nur noch. Also das ist auch ein Weg hin zu mehr Rennen im Kalender, denke ich mal. Weil wenn ich da am Freitag nur noch 60 Minuten habe, dann habe ich auch weniger mehr Zeit zum Anreisen und so weiter. Also ich kann mir da gut vorstellen, dass das ein Weg hin zu ist, zu noch mehr Rennen. Der Motorenhersteller... Ja, nach 3 Jahren ist jetzt auch Honda draußen. Die letzte Season mit Red Bull geht los. Und vor allem, das noch interessantere, McLaren hat die Zusammenarbeit mit Renault gekündigt. Die werden von 95 bis 14 sind sie ja mit Mercedes gefahren. Die werden dann ab nächsten Jahr auch wieder mit Mercedes fahren. Dafür hat Renault jetzt kein Kundenteam mehr. Also Red Bull ist ja weg und jetzt auch McLaren. Das heißt, Renault kein Kundenteam mehr. Ist vielleicht auch teilweise vielleicht sogar ein Segen, wenn man nicht seinen Motor hergeben muss, aber bringt natürlich auch weniger Geld in die Kasse. So, die ursprünglich geplante Revolution der 18 Zoll Reifen, kommen wir nun auf die Reifen und ja, die ursprünglich geplante Revolution der 18 Zoll Reifen wurde verschoben wegen Corona auf nächstes Jahr. Die fand dieses Jahr noch mit den 13 Zoll Rädern und auf die gehen wir jetzt nochmal ganz genau an, von C1 bis C5 und jetzt kommen wir zu allen Mischungen und allen Reifen im Überblick und zwar fangen wir mit der Mischung 1 an und das ist die härteste der Baureihe und die ist halt eher für so Strecken wie Spanien, Japan und auch Bahrain und so, da braucht man halt einen harten, kompakten Reifen und für da ist halt solcher Reifen, ja gut, der C1 Typ. Kommen wir zu C2 und ja, das entspricht dem Medium-Reifen vom letzten Jahr und das ist halt für Strecken, für hohe Geschwindigkeit und hohe Temperaturen wie Österreich im Hochsommer zum Beispiel, Frankreich im Hochsommer, Brasilien und so weiter. Also das sind halt eher Strecken, wo es sehr warm ist, sehr, sehr warme Bedingungen sind. C3-Reifen, kommen wir nun zum C3-Reifen. Dieser Reifen entspricht ja dem Soft-Reifen des letzten Jahres, gut haltbar, aber auch sehr, also von der Schnelligkeit ziemlich gut und der passt so gut wie auf jeder Strecke. Der C3-Reifen entspricht der Weichenmischung von 2020. Gute Performance und gute Haltbarkeit und der passt eigentlich, wenn man so nimmt, auf jeder Strecke.
Und nun kommen wir zum C4-Reifen. Einer der weichsten Mischungen ist dem den Supersoft-Reifen angelehnt von 2019. Aber die ist sehr schnell für kurvige und enge Strecken ausgelegt und ist dann, ja, die Lebensdauer ist halt relativ kurz für Strecken wie Monaco, Ungarn, Aserbaidschan, eher so Stadtkurse, wo man wenig. Kommen wir nun zum C5-Reifen und die ist dem Hypersoft von 2019 angelehnt. Und ja, wer kennt ihn noch? Der war einer der schnellsten Reifen. Das Ding ist halt, die ist halt eher. Das ist halt die schnellste Mischung für alle Strecken, die einen mechanischen Grip erfordern und den man sich dann mit den Reifen holen kann. Wie zum Beispiel Strecken wie Kanada, Singapur, Abu Dhabi. Das sind halt solche Strecken, wo man den sehr gut einsetzen kann. Und natürlich dann noch die Wet-Reifen, also die Regenreifen. Dann haben wir den Intermediate für auf nasser Strecke ohne Lacken, also es darf kein Wasser stehen. Der Reifen leitet bei einer Geschwindigkeit von 300 km/h ca. 30 Liter pro Sekunde von jedem Reifen weg. Das ist mega. Und dann kommt der Full Wet oder einfach nur der Wet für Starkregen. Dieser kann bei einer Geschwindigkeit von 300 km/h etwa 85 Liter pro Reifen wegleiten. Mega gut und ich hoffe, ihr hattet jetzt mal so einen kleinen Einblick. Ich glaube, das Video wird ewig dauern. Also, freue ich mich mega aufs Training. Wir werden morgen in der Megaseason bisschen auf euch die ganzen Fragen und so weiter beantworten. Schaut gerne in die Kommentare, wie ihr das Video fandet. Abonniert den Channel gern. Lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Wir sehen uns hoffentlich morgen und bis zum nächsten Mal und ciao.